Ich möchte das auch noch mal kurz erklären, und das ist ja auch so wichtig in einer Demokratie. Ich habe selber noch keine Diktaturerfahrung und bin auch das erste Mal vor dieser Situation. Und jeder darf seine Meinung haben, aber meine persönliche Meinung ist, nach 2,5 Jahren dieser Folter, Eltern, die alleine im Pflegeheim sterben mussten, ohne Evidenz, ohne Hintergrund, Kinder, die gequält wurden, unsere Wirtschaft, die vorsätzlich gegen die Wand gefahren wurde. Was wollen wir jetzt besprechen? Welchen Dialog wollt ihr führen? Das möchte ich trotzdem einmal loswerden. Was soll der Kompromiss sein? Nein, wir sollen weg, und zwar sofort. Gut, und deswegen fordern wir auch eine Demokratie. Auch wir innerhalb der Bewegung dürfen verschiedene Meinungen haben. Kurz zur Info, das Paket wurde gerade verweigert, angenommen zu werden. Doch, damit haben wir schon gerechnet. Und deswegen werden wir es denen per Post zuschicken, dass wir den Nachweis bekommen, dass diese Mitarbeiterinnen dieses Paket erhalten haben und nicht leugnen können. Also wir lassen uns davon nicht runterziehen. Sie werden diese Briefe kriegen, ob sie wollen oder nicht. Ja. Und der Aufzug geht jetzt los, macht euch stärker. Bitte hier vorne jetzt ein bisschen Platz machen. Wenn er das sein Held setzt, was soll er woanders denn? Ich bin die Versammlungsleitung und wir bleiben jetzt alles friedlich, ja. Oder wir kriegen jetzt alle ein Problem. Das ist halt meine Meinung. Ja, das ist deine Meinung. Ja, genau so ist es. Es ist halt einfach so, dass ich das nicht verstehen kann in der Demokratie. Auch in dieser Bewegung hier gibt es halt Leute, die sagen, ja, das kannst du doch aber auch nicht sagen. Ja, wo ist denn aber dann die Demokratie? Das ist doch so wichtig. Thank you.
für die Zukunft, auf die Straße, für die Pflege, auf die Straße, für die Freiheit, auf die Straße, für die Bauern, auf die Straße, für die Wahrheit, auf die Straße, für die Liebe, auf die Straße, für den Frieden, auf die Straße, für das Leben. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Zitat Ende. Ja, hallo zusammen, Markus Heinz, mein Name. Ich möchte nur ganz kurz zum Diskurs was sagen. Und zwar habe ich gerade einen Tweet gelesen von Karl Lauterbach. Ich wollte nur kurz die Reaktion abwarten. Erneut Demo von meinem Büro, aber alles ohne Gewalt. Das ist voll okay. Andere Meinungen, auch lautstark vertreten, sind Teil der lebendigen Demokratie. Und ich höre auch zu. Was nicht geht, sind Gewaltaufrufe und Morddrohungen. Das sind aber zum Glück wenige. Gut, den Rest hätte er zwar ein bisschen anders schreiben können, aber immerhin, ich habe ihm dann auch geantwortet darauf. Ich erwarte jetzt nicht übermäßig viel Applaus, ich wollte es euch jetzt nur mal sagen und mitteilen und habe dann selber drunter geschrieben, ein Tweet von Karl Lauterbach, den ich unterschreiben kann. Das ist zwar noch kein offener Diskurs, aber immerhin Kommunikation. Vielleicht können wir beim nächsten Mal ja ein paar konstruktive Fragen stellen. Danke. So. Das nur ganz kurz und jetzt sind wir beim Finanzministerium, wenn ich richtig geschaut habe, ich gebe es Nico wieder weiter. Es bringt was und jeder, der was anderes sagt, kann diese Meinung gern haben. Es lebe die Demokratie, doch ich bleibe dabei. Ich werde weiter den Diskurs friedlich, sachlich und selbstbestimmt suchen und unsere Forderungen versuchen, dort auch kundzutun. Ja, danke Donny, da kann ich mich nur anschließen. Ich sehe das immer sehr kritisch, wenn Leute ihre Aggression zu sehr rauslassen, und zwar auf beiden Seiten. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wir haben hier eine friedliche Demonstration, wir haben eine Forderung und es kommt an. Und es lesen viele Menschen, es lesen auch Millionen, die dem Karl Lauterbach bei allem folgen.
Und deswegen ist es unheimlich wichtig, bei aller Wut, bei aller allem Frust, den ich auch habe, ich verstehe das, dass man versucht, ruhig und sachlich zu bleiben. Wir kriegen diese Gesellschaft nur dann wieder zusammen, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir das aufarbeiten und wenn wir uns menschlich begegnen. Und darum bitte ich alle, und ich bitte die Presse, sollte sie zusehen und dabei sein, das auch mal zu berichten. Dankeschön. Ich bin selbstständige Physiotherapeutin und ich habe lange überlegt, worüber ich am heutigen Tag mit euch sprechen möchte, vor allen Dingen vor dieser Kulisse. Und ich habe mich dazu entschlossen, an euren Stolz zu appellieren. Wichtig ist es beim Thema Finanzen vorneweg zu wissen und zu verstehen, dass es auf der Welt genug Geld gibt, dass es für alle reichen würde. Niemand müsste in Armut leben, niemand müsste hungern oder frieren, es müsste keine Kriminalität geben, keinen Missbrauch, keine Umweltverstümmelung, nichts dergleichen. Aber warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum kommt die Menschheit nicht zur Ruhe? Und warum wissen wir so viel und lassen uns trotzdem für so dumm verkaufen? Die Frage, die sich für mich seit 3 Jahrzehnten über all diesen Ungerechtigkeiten und all diesem Irrsinn ergibt, ist die Frage, wem nützt es? Wer zieht aus dem vorhandenen, stets menschlich geschaffenen Chaos seinen Nutzen? Und so wie ihr hier heute anwesend seid, weiß ich, dass ihr die Antwort wisst. Und die Antwort lautet folgendermaßen. Die Banker werden dafür sorgen, dass wir verschuldet bleiben. Die Pharmaunternehmen werden dafür sorgen, dass wir krank bleiben. Die Waffenhersteller werden dafür sorgen, dass wir weiter in den Krieg ziehen. Die Medien werden dafür sorgen, dass die Wahrheit verborgen bleibt. Und die Regierung wird dafür sorgen, dass all das legal geschehen kann. Und dazu sagen wir heute Nein! Es wird seit Jahrtausenden immer wieder über unsere Köpfe hinweg und hinter unserem Rücken von einer machtbesessenen Gruppierung alles so gesteuert, dass Dinge wie Frieden, Gleichheit, Wohlstand, Ressourcenschonung, Gesundheit, Heilung, Forschung, Bildung und Entwicklung und vieles mehr niemals so funktionieren dürfen, dass sie funktionieren. Es wird manipuliert, gesteuert, gelogen, die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit gewogen. Und warum? Weil es zum einen ihren Machthunger befriedigt und zum anderen Taschen füllt, bis sie überquellen. Was für ein Mensch du bist und dass das, wonach du suchst, nur du seelenkrank bist. Niemand wird dich auf diesem Teufelskreis. Du kannst dich nur selbst ertappen und dich von deinem Teufel befreien. Stell dir vor, vielleicht ist es morgen auch vorbei. Würdest du es abbereuen, wenn ja, dann gäbe jetzt die Zeit. Niemand weckt dich auf diesem Teufelskreis. Du kannst dich nur selbst ertappen und dich von deinem Teufel befreien. Stell dir vor, vielleicht ist es morgen auch vorbei. Würdest du es dann bereuen, wenn ja, dann wäre jetzt die Zeit. Dankeschön. Mach dich auch wieder stolz, für so mutige Menschen stehen zu dürfen. Menschen wie wir haben es gerade nicht leicht, wir werden von allen Seiten diffamiert. Uns wurde gesagt, unsere Meinung ist falsch, wir sind falsch. Das ist